Die Sims gibt's nun auch in echt zum Anziehen und Dekorieren. In diesem Video möchte ich den frisch gelaunchten Merch Store genauestens unter die Lupe nehmen. Die Sims-Reihe ist viel zu günstig. So könnte ich mir zumindest EAs neuesten Gedankengang erklären, denn ganz frisch ist der neue Merch-Store für die Sims-Reihe online gegangen, den ihr hier schon seht. Und wir schauen einfach mal, ob hier schon was Cooles dabei ist. Es hat jetzt niemanden von euch überrascht, aber es gibt auch neue Klamotten, die man hier auswählen kann. Ganz ehrlich, wirklich viele sind es jetzt nicht. Es sind genau 16 Sachen, die wir hier im Store sehen und, oh, das fällt mir jetzt erst auf, es gibt schon die ersten Dinge, die direkt ausverkauft sind. Wir schauen jetzt einfach mal durch. Der Kühlschrankhase ist als eigenständiges Kuscheltier jetzt erhältlich. Okay, ich muss sagen, das ist schon echt cool. 30 Euro ist natürlich schon ein ordentlicher Betrag, auch wenn man sagen muss, dass so Kuscheltiere oft etwas teurer sind. Schauen wir mal weiter. Es gibt jetzt hier auch verschiedene Klamotten. Hier ein Kapuzenpullover. Das ist nicht draufgedruckt, sondern gestickt. Das finde ich persönlich ja ganz cool. Also ganz ehrlich, bei den Produktbildern haben sie sich auch wieder sehr Mühe gegeben. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie mit den Trailern. Marketing kann EA einfach ziemlich gut. Also an sich, es ist halt ein Pulli. Kann man jetzt gar nichts großartig Negatives sagen. Auch die Pastelltöne mag ich ganz gerne. Ich finde bloß leider das Muster so ein bisschen langweilig. Also klar, was Subtiles muss auch manchmal sein. Also ich habe auch ziemlich viele einfarbige Dinge in meinem Schrank. Okay, Leute, kleine Korrektur an der Stelle. Ich habe ja gerade über das langweilige Design so ein bisschen gemeckert, aber was ist denn jetzt los? Ich habe das gerade gar nicht gesehen. 55 Euro für einen Pulli? Ich habe jetzt auch schon überlegt, ob ich mir hier das ein oder andere bestellen soll, aber ich sehe es wirklich nicht ein, 55 Euro für so einen ja, mittelmäßigen Pulli auszugeben. Das ist mir wirklich nicht wert. Ich muss sagen, da finde ich den Kühlschrankhasen fast noch besser bepreist. Schauen wir mal weiter. Das D-Sims Plumbob-Shirt. Neutral, sage ich jetzt mal, hier mit dem Plumbob drauf. Finde ich persönlich auch ganz cool, aber oh, 30 Euro ist schon ein guter Preis. Dann haben wir hier ein Sticker-Paket. Ja, ganz ehrlich, ich muss zugeben, diese Sticker finde ich immer total belanglos irgendwie, weil ich es jetzt nicht so geil finde, mir die irgendwo hinzukleben, obwohl die schon sehr cool sind. Der hier glitzert sogar, der Susu-Sticker. Ja, doch, die Motive sind schon ganz süß. Das Shirt hier finde ich ja ziemlich cool mit dem Susu. Da wüsste ich jetzt auch nicht, ob ich mir das so direkt hole. 30 Euro, ja. Dann haben wir hier eine Auswahl an verschiedenen Pins. Die sind eigentlich ganz cool. Also mit goldenem Muster. Der ist eigentlich ganz nett, aber oh, 10 Euro. Ja, das ist jetzt so ein kleines Set, fände ich das eigentlich ganz gut. Und der Kühlschrankhase darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, irgendwie ganz witzig, aber ich frage mich gerade, in was für Szenarien man so sich diese Pins ansteckt. Würdet ihr das im Alltag machen? Klemmt man die dann irgendwie so an seinen Rucksack oder so? Wir haben noch eine Trinkflasche, das ist diese hier. Die ist ja wirklich eigentlich ganz süß. Hier auch nochmal mit den Stickern drauf. Ach so, es ist dann quasi so gedacht, dass man dann die Sticker so auf die Flasche klebt. Ja, ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn es da direkt drauf gedruckt wäre. Da brauche ich die jetzt nicht extra als Sticker. Und hier noch so komische Logos von irgendwelchen anderen Firmen. Jetzt haben wir hier noch so ein Postkartenset mit den verschiedensten The Sims 4 Welten. Ich finde es ein bisschen schade, dass jetzt hier nur Motive aus The Sims 4 und nicht aus den Vorgängerteilen noch dabei sind. Das wäre eigentlich ganz schön. Aber auch hier wieder die Frage, wozu brauche ich denn Postkarten? Ich glaube, wenn ich die jetzt meiner Oma schicke, da freut die sich nicht so drüber, weil sie kein Sims spielt. Ist jetzt auch für mich persönlich jetzt nicht eines meiner Favorites. Das war, glaube ich, wirklich der Kühlschrankhase. Der war schon echt cute. Ich glaube, so vom Praktischen finde ich wirklich fast diese Socken noch am besten. Und okay, das Shirt hier ist irgendwie auch noch ganz süß. Aber um jetzt mal zu einem Fazit zu kommen. Ja, also die Hälfte davon, so die Klamotten, gefallen mir eigentlich nicht wirklich so. Ich persönlich mag, wie man hier sieht, gerne T-Shirts oder allgemein Klamotten, die irgendwie so ein größeres Muster haben. Also ich finde es auch ganz gut, dass es dann so neutrale Dinge gibt, aber ich hätte mir einfach vielleicht noch so ein bisschen ausgefeiltere Sachen mit größeren Prints gewünscht. Vielleicht hätte man dann noch mit so einem Plumbob-Design irgendwie mehr spielen können. Also ich persönlich müsste jetzt auch erstmal überlegen, was ich aus diesem Shop unbedingt haben will. Wahrscheinlich wird da in Zukunft noch ein bisschen mehr kommen, weil ganz ehrlich, 16 Sachen ist jetzt nicht wirklich viel. Was denkt ihr denn zum Shop? Findet ihr das ganz schön unnötig? Hat EA schon genügend Geld von uns bekommen? Oder denkt ihr, dass ihr vielleicht die ein oder andere Kleinigkeit auch bestellen werdet? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.